Erstmal möchte ich die beiden trainieren. Lass mich nachdenken, das müsste Research sein. Lass mich nachdenken. Möchte die beiden, ja, Forschung. Ich möchte die beiden auf Forschung ein bisschen trimmen. Um mehr Forschungspunkte zu erhalten. Ganz einfach. Das ist mir recht wichtig. Weil ihr hört, die halt ein Forschungsding haben, so ist es schneller, kriegst du Forschungspunkte. Und weil später so viel Sachen zu erforschen ist, ist es besser, wenn man schon am Anfang Forschung erforscht. Und ja. Wurde vom Markt genommen, hat nicht viel Umsatz gemacht. Wir haben ziemlich wenig. Okay, wir müssen jetzt ein richtig gutes. Guck mal, Publisher-Vertrag. Mindestens 8 schaffe ich nicht. Mindestens 5 war okay. Irgendein Thema, irgendein Genre. Alles egal. Vertrag nehme ich. Mittel. Thema wählen. Fantasy für alle. Abenteuer. Abenteuer ist hier scheiße drauf. Machen wir für den PC. Engine. Und das ist Einhornland. So. Titel spricht die Kinder an. Spiel ist trotzdem für alle. So muss das. Story hoch. Das runter, das runter. So, und jetzt ist eine neue Sache. Wir müssen jetzt Mitarbeiter einteilen. So, das braucht Technologie und das Design. Soweit ich mich erinnern kann. Muss man halt jetzt gucken, was wie man die am besten einsetzt. Aber das findet man auch immer wieder raus. Da muss man einfach überlegen ein bisschen. So, Dialoge hoch, künstliche Intelligenz juckt jetzt nicht so viel. Level Design. So, Level Design ist ganz klar. Brauchen wir Designer für. Ich mache Dialoge und er macht die Technologie. Er wird so langsam müde, schlaff. Das heißt, ihm müssen wir, beziehungsweise beide müssen wir nach dem Spiel in Urlaub schicken. Und ich habe kaum nur Knete. Spielwelt, Grafik ein bisschen runter, Sound runter. So, okay, dann mache ich das. Mache ich den Sound. Der macht Grafik. Dann machst du das. Gut, gib ihm. Entwickelt mal, Jungs. So, ich bräuchte ein bisschen mehr Punkte bei Technologie. Bald müsste ein neuer Rekord sein. Müsste ich eigentlich geschafft haben, mein Technologierekord. So, machen wir halt so. Entwickeln die nämlich keine Bugs zwischen. Ja. Technologie ist neuer Rekord. Die dürfen erstmal nicht Level aufsteigen, das muss langsam gehen, ey. So, ab in den Urlaub mit dir. Ab in den Urlaub mit dir. Forschung. Okay, den kostet zu viel. Spielbericht, mach das, dann kriegen wir die Wertung rein. Komm, bitte ein gutes Spiel. Komm, 10. Jawoll! Ein Meisterwerk. Großartiges Spiel. Eine herausragende Leistung. Komm, noch eine 10. Jawoll, 9,75er, das geht durch die Decke. Das geht gut. 5 war erwartet. Jawoll. 1 Million. Im ersten Monat. Das ist fett. Ja. Cool Capcom, dass wir cool zueinander sind. Unsere Analyse, Grafik scheint für Disney Chart sehr wichtig zu sein. Okay. Wir sind ja in einem 4. Monat immer noch Rang 1. Das ist geil. Jawoll. 5,4 Millionen. Geht doch. So macht man Money. Aber wir trainieren erstmal eine Runde. Hey, das war klar, das geht auf Forschung. Er ist mein Designer. Ich glaube, das war mehr für Design. Auch wenn das andere sich die Design nicht anhört.
fertiger Code, das war mehr Technologie, soweit ich weiß. Ach, nicht forschen, trainieren. Ich gehe auf Forschung. Okay, er geht Design. Okay, lol. Und fertiger Code ist auch Design. Kann auch nicht sein. Aha, da hat sich gereimt. Da geht auch Technologie. Ja, doch, mehr Technologie, wollte doch sagen. Wollt doch sagen. Ich muss ein bisschen mehr trainieren. Ich habe in den letzten Spielzügen sehr, sehr wenig trainiert. Habe das nicht so wichtig gesehen. Nur durch Let's Plays und sowas habe ich gemerkt, das ist schon ziemlich wichtig. Deswegen trainieren wir jetzt mal eine komplette Runde. So. Geht Technologie, okay. Da ist so alles untereinander. Deswegen machst du mehr Design. So, das ist auf jeden Fall Speed. Das weiß ich. Warum drücke ich auf Forschung? Trainieren. Und du machst weiter in Forschung. Wir wollen mehr Forschungspunkte haben. Das ist wichtig. Schön schon mal, dass wir überall über 200er Wert haben bei Forschung. Der ist schon mal nicht so schlecht. Einhorn wird runtergenommen. Spielhistorie. 8,4 Millionen. Fett. Okay. Jetzt können wir uns erstmal zurücklehnen. Spaß haben. Unsere Leute trainieren. Und einfach gelassen in die Zukunft blicken. Wenn ich fertig bin, entwickeln wir direkt ein neues Spiel. Los geht's. Ah, stimmt, jetzt haben wir hier Mitarbeiterlisten. Mal gucken können, wer wie wo gut ist. Okay, man soll aber irgendwie nicht zwei Publisher-Träger am Anfang hintereinander machen. Deswegen machen wir einen Dungeon. Action. Gucken wir mal, wie Action auf dem Gameling ist. Wenn es verkackt ist, okay. Machen wir für alle. Mittler können wir nicht machen. Und das ist... Down. Over. Heat. Nichts zu bedeuten, der Titel. Einfach Bock drauf gehabt. Fertig. Einfach zwei englische Wörter hintereinander klatschen und so muss das sein. Engine hoch, Gameplay hoch, Story runter. Fertig. Da ein kleines Spiel, das braucht man jetzt auch nicht mehr zuteilen. Ich bin Anfang da, da wahrscheinlich. Ja. Okay. Mehr Grafik, Action, Action, Action wird natürlich Grafik. Da lösen wir jetzt einen kleinen Hype aus. Hype ist immer gut. Kürzlich Interview, blablabla. Okay. Künstliche Intelligenz, Level Design und Dialoge weg. Kriege ich nicht eigentlich einen Hype? Okay. Ich krieg keinen Hype. Okay. Raubkopien verwahren. Verklagen. Kostet viel. Ja, geht doch, da ist ein Hype. Zwar nur von 1, aber Hype ist Hype. Da ist nämlich Grafik. Boom. Schön voll. Ballern die Grafik, da muss jetzt ordentlich Grafik rein. Das habe ich den Leuten versprochen. Dann halte ich meine Versprechen auch. Aber die Werte sind toll. Gut, ich habe gelevelt. So. Warnmeldung an alle für Raubkopierer. Das auf der Brette, bla 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 bla. Und da habe ich Fenster zugefahren. Seht ihr? So macht man das. Nicht alles verklagen, verwarnen reicht auch erstmal. Neuer Technologierekord. 2D-Grafik bin ich aufgestiegen. Seite generell, glaube ich. Jawohl. Was kostet die Forschung? 3G-Grafik kostet 15, dann machen wir das. Und die erste Wertung für das Spiel. Komm, geiles Spiel. Ach da. Okay, dann ist irgendeine Kombination nicht geil. Beziehungsweise nur okay. Wahrscheinlich sind Action-Spiele auf den Gaming okay. Du machst einen Spielbericht und du kannst schon mal anfangen zu trainieren. Und zwar auf Forschung. Juhu, die TS 64 ist das. Na? Mhm, das ist jetzt ein Nachfolgeprodukt. Ah ne, doch, STES, also SNS. Ist ja klar. 64, der kam ja später. Kam ja auch später erst die Grafikstufe. So, was haben wir denn? Das ist eine grotesche Kombination. Dialogschein wird es halt überhaupt nicht wichtig zu sein. Ja, okay. Sag ich ja.
Auf dem Gambling, was war nur okay? So, ein bisschen mehr in Forschung stecken. Und hier auch noch ein bisschen mehr in Forschung stecken. Skill jetzt übelst auf Forschung, weil ich das dann später weniger machen muss. Logischerweise. Und jetzt mal kurz was trinken in den Minuten. Aber dann kriegen wir... Später kann ich die dann spezialisieren, mehr auf Technologie und Design. Vielleicht ein bisschen Geschwindigkeit noch. Das wäre auch nicht schlecht. Aber so finde ich das eigentlich die beste Lösung. So, wir können nichts machen. Game Report ist gemacht. Gucken wir mal, Publisher, eine 7er mindestens. Spion Casual auf Vena. Keine Lizenz. Komm, machen wir. Casual Spion Spiel. Frage, was Spion? Ich glaube, das habe ich aber noch nicht. Machen wir für alle. Und Agents with Guns 2. Später können wir sowieso richtig Secrets machen, aber das kann man halt auch so machen. So, die 3D-Grafik kann ich natürlich noch nicht verwenden, weil dafür brauche ich eine neue Engine. Dafür muss ich den ganzen anderen Quatsch erstmal neu erfinden. Also das heißt erfinden, aber erforschen. So, Gameplay. Gameplay mache ich. Engine macht er. Story macht er. Los geht's. Ja, kratzt euch doch einfach mal alle am Kopf. Da habe ich knapp 1 Million verkauft. Ist nicht schlecht. Kann man machen. Das Geld hätte ich zumindest in Real Life auf jeden Fall gerne. Level Design hoch. Story war ein bisschen mehr. Deswegen würde ich sagen, künstliche Intelligenz weniger. Ich würde es so machen. Er macht das. Er macht das und ich überarbeite mich. Ich kann mich besser überarbeiten als die, meine Jungs hier. Ich weiß gar nicht, ob die Weiber, ob die auch... Ich meine... Doch, Weiber gibt's auch. Ich konnte ja meine Spielfigur auch ein Weibchen machen. Weil ich jetzt beide 2 Jungs habe. Nicht, dass hier irgendwie Sexismus-Skandal wieder kommt. So, Spielwelt mache ich dann. Sound macht er. Na gut, er ist ein bisschen ausgelastet. Machen wir auf 100. So. Das reicht auch. So, muss er vielleicht früher in den Urlaub, aber macht ja nichts. Wenn das ein gutes Spiel wird, gönne ich meinen Leuten den Urlaub auch. So, debuggen, fertigstellen. Boom. Keine neuen Rekorde, aber eine neue Kombination. Okay, jetzt kriegen die mehr Asche. Kriegen die denn jetzt 34.000 und 33.000? Schon ordentlich. Charakterentwicklung haben wir bekommen. Gut, dann Spielbericht erstellen. Wertungen bekommen. Okay, das wird... Alter, wird das ein Scheißspiel. Alter, wird das ein Dreckspiel. Kack die Wand an. Boah, ein Fünfer. Ich glaube, Fünfer musste ich machen. Puh, ist das ein Dreckspiel. Machen erst Marketing. Dann kannst du eine Runde trainieren auf Forschung. Pressen die Forschung hoch. Die Voni. Play System 1. Kommt. Dann nett. Ja, okay. Bleib mit Voni abzubrechen, stattdessen eine neue Konsole mit dem einem anderen Geschäftspartner, ja. Ne, wird kein Ende der Play System. Wird nur ein bisschen anders aussehen. So, Veno. Das Spiel hat die geforderte Bewertung erreicht. Wir freuen uns, ja. Es hat der geforderte Bereich, aber war trotzdem ein Dreckspiel. Gut, wir verticken trotzdem gut, weil es hat ein größeres Dang. Ist eine okay Kombination. Spielwelt ist nicht so wichtig und gut. Okay, Zielgruppe hätte ich wahrscheinlich noch was machen können. Du trainierst noch eben schnell eine Runde. Du trainierst auch schnell noch eine Runde. Ich lasse sie alle nochmal eine Forschungsrunde machen. 2 Monaten wird dir ja TES vom Markt genommen. Wahrscheinlich Z Entertainment System. Mal gucken. Aber TES habe ich gar nicht so viel, glaube ich, gemacht.
So, ja komm, schicke ich dich schon mal in den Urlaub.